Ich war heute beim Aldi und eigentlich wollte ich nur ein Schokoriegel besorgen. Was soll ich sagen? Sie war nun mal im Angebot. Jedenfalls habe ich Schokolade besorgt. Lion Cereal Breakfast Edition. Als Riegel mit Frühstückscerealien. 32% Vollkorn. Wir verwenden das ganze Korn, um den Großteil der Nährstoffe zu erhalten. Das hört sich doch sehr gut an. Jedenfalls gab sie beim Aldi für, ich glaube, 99 Cent pro Packung. Nein, warte. 97 Cent pro Packung. Denn die Umsatzsteuer wurde ja gesenkt. Da ist ja alles ein bisschen günstiger. Und was mich gestört hat, gerade auch schon beim Ausrichten von diesen Sachen, die sind unterschiedlich lang. Hier zum Beispiel, hier ist diese Ecke, ist ein bisschen über. Und hier sind 33% Vollkorn drin. Nicht nur 32%. Hat mich ein bisschen verwundert. Aber ich denke, ich möchte sie jetzt auch ausprobieren und essen. Dafür mache ich mal hier. Fange ich mal mit Lion Breakfast an. Mache ich mal auf. Haben wir sie? Das sind 4 Riegel pro Packung. Bedeutet ungefähr 25 Cent pro Riegel. Ja, haben wir es? Nein. Nicht für einzelnen, also für individuellen Verkauf geeignet, also darf man natürlich nicht im Kiosk verkaufen. Ich packe ihn einmal ganz aus, damit ihr sehen könnt, wie er aussieht. Vielleicht ist das ja sogar eine Alternative zum Frühstück. So sieht er aus mit weißer Schokolade hier unten. Das sind diese kleinen Flocken, die eben auch bei dem Lion Cereal Ding mit drin sind. Ich probiere die mal. Ich hatte eigentlich erwartet, dass es mehr knuspert. Aber hat jetzt gar nicht so viel geknuspert. Schmeckt tatsächlich ziemlich ähnlich wie die Cerealienversion, die man dann mit Milch in einer Schüssel isst. Wie ist das eigentlich? Macht ihr zuerst die Milch in die Schüssel? Oder erst die Cornflakes? Also ich finde ja, Leute, die zuerst die Milch reinmachen, sind völlig verrückt. Gut, als nächstes, damit es abwechselnd ist, Schoko, Zimt, Schoko. Nehme ich Zimt als nächstes. Cinnaminis. Der irre leckere Zimtgeschmack. Naja, ich hatte früher als Kind immer die günstige Variante. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich dazu sagen kann, viel dazu sagen kann. Sind jedenfalls auch Riegel mit Frühstückscerealien, auch wieder 4. Hier sind die fröhlichen Kissen. Sie sind sehr glücklich. Anders als ich. Aber dafür habe ich mir ja ein wenig Süßigkeiten gekauft, damit sich meine Laune... was ist das hier?
Hier haben wir die Riegel. Cineminis. Breakfast Bar. Cereal. Hier steht zum Beispiel nicht drauf, dass man es nicht individuell verkaufen kann. Packe ich auch mal aus. Schauen, ob da auch Schokolade mit bei ist. Tatsächlich. Also, sind hier unten wieder die... Die weiße Schokolade? Ah, das will nicht ganz fokussieren, aber ist schon in Ordnung. Auch hier so kleine Zimtchips drin und so... Diese Bällchen, die... Müsli-Riegel und sowas drin ist. Mal schauen, ob das mehr knuspert als das andere.